Bisher bei Transformers Prime. Die Fertigstellung des Omega-Schlosses hat die letzte Phase erreicht. Megatron bereitet die Cyberformierung der Erde vor. Autobots, lockt sofort diese Koordinaten ein. Die Spektralanalyse bestätigt es. Das synthetische Energon ist stabil. Zu schade, dass du nicht lange genug leben wirst, um die Früchte deiner Arbeit zu genießen. Dein ach so ehrenvoller Anführer wollte, dass ihr Predacons vernichtet werdet. Und mein einziger Fehler war, diese Vernichtung nicht zu Ende gebracht zu haben. Du hättest mich als Bestie angreifen sollen. Mobilisiert den Rest unserer Truppen. Das hier wird unser letztes Gefecht. Die Kontrollstation des Omega-Schlosses befindet sich auf dem unteren Deck. Los! Ich bin auf dem Weg dorthin. Verstanden, Ratchet. Wir treffen uns am Zielobjekt. Archie, du führst das Stealth-Team und sicherst das Omega-Schloss. Ultra Magnus, Sie und die Schrotter stürmen die Brücke. Verhindert, dass die Decepticons die Anlage in Betrieb nehmen, falls Archies Einheit aufgehalten wird. Optimus, für den Fall, dass wir das Omega-Schloss nicht rechtzeitig sichern können, sollen wir es zerstören? Ich habe nicht vor, die Chance zur Wiederherstellung von Cybertron ein zweites Mal zu verspielen. Schrotter? B, Smokescreen, folgt mir! Smokescreen! Schon mal vor. Wir haben einen Auftrag. Ich muss noch was erledigen. Schalte es ab, Shockwave. Ich erlaube es nicht, dass du der Erde Schaden zufügst. Dem Planeten wird nichts geschehen. Nur seinen einheimischen Lebensformen. Nur über meine sparklose Hülle. Ratchet, wir nähern uns deiner Position. Was? Schrott. Angriff! Wenig Gepäck. Wenig Gepäck. Oh. Wichtiges Gepäck. Ich hatte gehofft, dass du noch hier bist. Sichert die Brücke! Ultra Magnus an alle Einheiten. Wir werden uns verspäten. Soundwave hat einen seiner Umplatzierungstricks angewendet. Rev, kannst du mich auf das Schiff befördern?
Klar, jetzt wo ich den Standort kenne. Aber gegen Soundwave hast du nicht die geringste Chance. Mit eurer Unterstützung schon. Lord Megatron, das Omega-Schloss ist befüllt und bereit. Schalte die Startsequenz des Omega-Schlosses ein! Überraschung! Versucht's mit jemandem eurer Größe! Rev! Showtime! Bist du dir ganz sicher, Jack? Die letzte Kreuzung der Ströme? Tu es! Rev, jetzt! Viel Spaß in der Schattenzone, Kumpel. Los jetzt. Wir müssen rausfinden, wie man das Ding steuert. Shockwave, bereite den Abschuss her. Was? Alter, wo hast du denn fliegen gelernt? Heilzustellung. Da lang, richtig? Du musst den Säbel dazu benutzen, das Omega-Schloss zu zerstören. Nur so können wir die Erde retten. Der Sternensäbel. Thank you.
Jetzt kannst du dich mit deinem Speer im Auspark vereinen! Megatron! Du hast mir meine Stimme genommen. Du wirst nie wieder irgendjemandem irgendetwas rauben. Megatron, nein! Ich werde euch rächen, Meister! Starscream, sei doch kein Narr! Du und deine verfluchte Logik! Bumblebee! Deine Stimme? Meine Stimme? Ihr wisst doch, meine Stimme! Ratchet, ich hab meine Stimmbox zurück! Ja, wir hören es! Die Cybermaterie. Das ist die einzig mögliche Erklärung. Wie es aussieht, hat unser alter Feldarzt doch das Richtige getan. Optimus Prime an alle Einheiten. Megatron Spark ist erloschen. Ja! Ja! Schrotter, gute Arbeit bei der Sicherung der Brücke. Das waren wir nicht, Sir. Diese Ehre gebührt den Menschen. Aber hallo! Das Omega-Schloss ist unter unserer Kontrolle. Ich schlage vor, es sinnvoll einzusetzen. So soll es sein, alter Freund. Ultra Magnus, wir nehmen Kurs auf Cybertron. Hey, Rev, falls du es schaffst, dich kurz von deinem Laptop zu trennen, komm rauf, damit wir endlich nach Cybertron starten können. Moment, wer ist das? Bee? Dein Ellenbogenokulator drückt in meinen lateralen Beugemuskel. Hast du die Absicht, während der gesamten Reise rumzujammern? Optimus, es war mir nicht möglich, Shockwaves Berechnungen der Cybermaterie-Gleichung in Erfahrung zu bringen. Das hier könnte alles sein, was wir haben. Und Cybertron ist sehr viel größer als die Erde. Dann müssen wir die Cybermaterie unbedingt im Kern von Cybertron einsetzen. Du meinst direkt in das Herz von Primus selbst? Commander, wir sind da. Am Ursprung allen Sparks.
glorreicher Tag. Was denn? Ich gehöre jetzt zum Gewinnerteam. Auch wenn das Leben auf unserem Heimatplaneten wieder möglich ist, liegt noch viel Aufbauarbeit vor uns. Wir werden unser Zuhause auf diesem Planeten vermissen und die Familie, die wir hier gefunden haben. Falls noch Cons da draußen sind, bleibt die Erde dann nicht in Gefahr? Rev, wenn du mich je brauchst, uns brauchst, egal warum, wir sind nur eine Weltraumbrücke entfernt. Außerdem sind wir doch in guten Händen, solange du, Jack und Miko in der Einheit E Dienst tun. In halboffizieller Funktion. Wow, wir sind Agenten? Berater, bis ihr erwachsen seid. Ich hoffe, die Einheit E hat keine Vorschriften, die die Einberufung von alten, rostigen Autobot-Beratern verbietet. Ratchet, ausgerechnet du? Yep. Ich weiß, wo ich gebraucht werde. Rev. Ich weiß, B. Du musst gar nichts sagen. Das hab ich doch nie. Miko, jetzt heißt es. Wir hatten eine rasante Fahrt. Meld dich mal, Jack. Zwing mich nicht, dich zu suchen. Bis zu unserem Wiedersehen, alter Freund.